In der Ambulanz verabschiedet Dr. Charlotte Engel einen Patienten, als vor der Tür bereits der nächste Notfall eintrifft. Melanie Brink ist beim Umzug ihres befreundeten Arbeitskollegen Fabian in einen Glastisch gestürzt und macht ihn nun für das Unglück verantwortlich. Bitte helf mir! Fabian, okay, das war alles deine Schuld! Oh Gott. Ein Moment, Melanie, bitte. Haben wir einen Rollstuhl? Hau uns schon. Wir sind jetzt hier. Ich hab nichts gemacht, Melanie. Du bist ein Arschloch, verpiss dich! Okay, okay. Beruhigen Sie sich einmal. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Melanie Brink. Frau Brink, Frau Brink, kommen Sie einmal mit. Ja, mein Name ist Charlotte Engel. Ja, wir machen ganz vorsichtig, okay? So, okay. So, Frau Brink. Wie ist das denn passiert? Bitte helfen Sie es schnell. Der hat mich in den Glastisch geschubst. Ich wollte nur beim Umzug helfen. Und dann hat er mich einfach da reingeschubst. Was kriegst du denn da? Hau ab! Ich hab da nichts gemacht. Okay, okay, stopp. Sie müssen den Wagen hier wegfahren, ja? Und wir gehen jetzt rein. Wir gehen in den Schockraum. Während der völlig überforderte Kumpel den Umzugswagen umparkt, wird die 28-Jährige nach drinnen gebracht. Dort beteuert sie immer wieder, Fabian habe sie absichtlich verletzen wollen. Doch ihre Freundin kann das kaum glauben. Ganz ruhig. Ina? Er hat es gemacht! Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich bin so ein Arschloch. Warum hätte das der Fabian tun sollen? Als ich die Wunden der Patientin angeschaut habe, fiel mir auf, dass sie Narben an den Unterarmen hatte. Das sind für mich Zeichen für ein SVV, das heißt selbstverletzendes Verhalten. Und das wollte ich, sagen wir mal, geheim dem Pfleger und der Schwester mitteilen. Denn dann ist man besonders einfühlsam mit dem Patienten, wenn man weiß, dass sie sehr wahrscheinlich eine psychische Vorgeschichte haben. Ganz ich werde jetzt die Scherben, zumindest diese kleineren hier, rausholen. Und wir werden das Blut hier wegmachen. Wie auch immer es zu dem Sturz in den Glastisch gekommen ist. Ob durch selbstverletzendes Verhalten oder tatsächlich durch einen Stoß, die junge Frau hat sich dabei zahlreiche Schnitte zugezogen. In einigen Wunden stecken Glassplitter, die vom Klinikteam vorsichtig entfernt werden. Das gelingt allerdings nicht in allen Fällen problemlos. Also für die könntest du einmal in der Radiologie anrufen, dass man MRT vom Unterarm rechts macht. Willst du so nicht rausmachen? Nein, ne? Okay, nein. Also da habe ich die Vermutung, dass die relativ weit drin steckt. Okay. Gegebenenfalls sogar bis zum alles okay? Schlecht. Moment. Das kneift. Was kneift? Was kneift denn doch? Was ist das Problem? Ist dir schlecht? Was ist denn los? Was ist denn im Mund? Legen Sie sich doch mal kurz zurück. Ich muss einmal in den Mund gucken. Ganz ruhig. Frau Brink. Einmal zurück. Ganz ruhig. Einmal den Mund auf. Ich gucke, ob wir da was sehen, was Sie da stört. Ja? Wenn Patienten sagen, dass sie Dinge verschluckt haben, dann fragt man natürlich in erster Linie, worum es sich handelt. Wenn es sich um einen kleinen Ball handelt, ist es was anderes als um eine sehr scharfe, spitze Scherbe. Denn dann kann die Scherbe auch zu inneren Blutungen führen. Und dann ist wirklich Eile geboten. Nee, da ist alles okay, da ist alles okay. Aber Sie haben den Eindruck, Sie haben was verschluckt. Okay, das wird mir viel zu bunt. Da gehen wir nicht nur das MRT machen vom Unterarm, wir brauchen dringend Thorax-MRT. Oh ja, ist gut, Frau Brink, ist gut. Ich muss aber hier einmal diese zwei Scherben noch einmal rausziehen. Kannst du fragen, ob wir sofort bitte hin können? Sehr gut. Meine Hand fest. Einmal noch mal tief durchatmen. Ja. Sollte die 28-Jährige tatsächlich eine Scherbe verschluckt haben, kann es zu massiven inneren Verletzungen kommen. Ein bildgebendes Verfahren soll nun zeigen, ob wirklich etwas in der Speiseröhre der Personaldisponentin steckt. Kann ich denn dann bitte mitkommen? Ich würde Sie so gerne begleiten. Und der SVV würde ich sagen, ne? Das sehe ich auch so. Sie können mit, nicht in den Raum, aber bis dahin können Sie mit, ja? Hallo. Hallo. Was ist denn los mit der Melanie? In welchem Verhältnis stehen Sie denn zu mir? Sie ist meine beste Freundin. Sie hat mir beim Umzug geholfen und jetzt werde ich hier beschuldigt, dass ich irgendwas gemacht habe, soll sie einen Tisch geschubbt haben. Gibt's doch gar nicht. Glastisch, ja. Das tut mir leid. Ich darf Ihnen keine Auskunft geben. Wir kümmern uns einfach gut um Sie. Ich habe mir jetzt kein Urteil darüber gebildet, ob er schuldig oder unschuldig war. Aber ich habe gemerkt, dass die Patientin ihn definitiv nicht mehr sehen will. Doch da habe ich mich dann gründlich getäuscht. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll, aber im Moment ist mir viel wichtiger, dass wir uns medizinisch um Sie kümmern. Dr. Charlotte Engel bietet Fabian an, im Empfangsbereich zu warten und verspricht, ihn über den Zustand seiner besten Freundin zu informieren.
Während Melanie auf der Radiologie ist, will sich die Ärztin einer anderen Patientin widmen. Doch dazu soll es nicht kommen. Die Frau Frauen ist zur Nachkontrolle da, die Dame so, in Grün. Okay. Dann hallo. Oh Gott, kommen Sie mal mit. Achtung, die Tür festhalten. Einmal, kommen Sie mit. Die Tür. Ich halte sie fest. Oh Gott, können Sie aufstehen? Oh, da war ja. Moment, sitzen bleiben erstmal. Okay, dann soll ich einen Rollstuhl. Wie ist Ihr Name? Ja, holt man Rollstuhl. Ja. Hallo, okay. Engel ist mein Name, ich bin hier die Ärztin. Wie ist Ihr Name denn? Wir sind einer Klasse, das ist Patrick. Ja. Am rechten Auge von Patrick befand sich Gaffertape. Das gehört da normalerweise natürlich gar nicht hin. Das Einzige in der Medizin, wo wir mal die Augen zukleben, ist letztendlich beim Schielen von Kindern, dass wir die Augenmuskulatur entlasten. Aber da war ich mir sicher, dass der Patient damit nichts am Hut hatte und habe mich dann gefragt, warum klebt sich ein gesunder junger Mann Gaffertape aufs Auge? So, ich würde gerne einmal hier dieses lösen, ja, und dann würde ich mir gerne die Platzwunde einmal angucken. Wie ist das denn passiert? Ich habe nur ein Einrad gesehen. Warte, ich halte das ein bisschen ja. Dagegen. Jetzt wird mal kalt, ja, wird mal vorsichtig, und? Ja, okay. So, aber hier an der anderen Seite, was ist das denn? Sind das auch Rückstände vom Klebeband oder was soll das sein? Was haben Sie gemacht? Oder du? Ich habe nur das Auge. Wie, das Auge? Ja, aber das Auge ist hier auch total gerötet. Was heißt getaped, draufgeklebt? Ja, aber nur das Auge. Ja, aber warum denn? Wie in einer Schieluntersuchung oder was? Warum denn? Ja, es gibt da eben diese Blinden-Challenge bei uns in der Schule. Ja, man muss sich die Augen verbinden und muss dann einen Weg. Muss einen Weg lang laufen, sich dabei filmen. Ja, und er wollte es halt steigern und hat es dann auf dem Einrad gemacht und ist dann gegen die Tür gefahren. Also, du hast dir ernsthaft 2 Klebebänder auf die Augen gemacht und bist dann Einrad gefahren. Warum fährt man blind Einrad? Da gibt es für mich gar keine Erklärung. Und auch wenn das da gewisse Videos im Internet gibt, sollte man tunlichst das vermeiden. Wie ist es denn mit Kopfschmerzen? Übelkeit? Bisschen, ja. Patrick, kannst du Steristrips drauf machen? Mach ich, ja. Und hier die Seite machen wir auch ab noch mit den Klebebändern resten, ne? Mit dem Lösungsmittel okay, auch nochmal eben. Jetzt erstmal die Steristrips. Genau. Patrick, egal was jetzt ist, es sieht so aus, als ob du eine Gehirnerschütterung haben könntest, ja, von eurer komischen Challenge. Deshalb wirst du auch hier bleiben müssen. Da tut dir aber nichts weh, so Arm, Bein. Also da hast du wirklich beim Sturz hast du Glück gehabt, ne? Ja. Nur der Kopf. Okay, dann würde ich dir jetzt noch einen Zugang legen. Ja, dann können wir dir auch was gegen die Schmerzen geben, weil deine Kopfschmerzen sind, glaube ich, ordentlich. Warum oder? Macht man das? Hm? Hast du da irgendwie ich sag mal, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, ich wollte sie halt beeindrucken und wen? Die Martha jetzt? Ja. Das hast okay. Du mir gemacht? Ja, ich meine, alle bei uns in der Schule machen das und ich habe gedacht, du findest das cool. Nein, natürlich finde ich das nicht cool. Und du musst auch nicht so was Dummes machen. Ich mag dich doch auch so. Ich glaube, die Jungs meinen einfach, sie müssten ja irgendwas Tolles machen, um die, für die sie schwärmen, zu beeindrucken. Und in den meisten Fällen ist das gar nicht so. Ich wünsche euch alles Gute, ja? Dankeschön. Am nächsten Tag durfte der 16-Jährige die Klinik wieder verlassen. Für den Kumpel und Arbeitskollegen der jungen Frau mit Verdacht auf Glassplitter in der Speiseröhre geht es dagegen direkt nach draußen. Weil Patientin Melanie behauptet, er habe sie in einen Glastisch gestoßen, will Dr. Charlotte Engel eine erneute Begegnung vermeiden und schickt ihn vor die Tür. Eine Maßnahme, die offenbar überflüssig ist. Wo ist denn eigentlich Fabian? Meinen Sie Ihren Arbeitskollegen? Ja. Naja, der wartet hier, aber den haben Sie ja eben ziemlich beschuldigt. Nein. So? Siehst du, du hast doch eine Bitte reinkommen? in den Glastisch geworfen. Was? Ja, das kann, konnte ich mir. Ich möchte jetzt, dass Fabian bei mir ist. Okay, dann ich habe den rausgeschickt. Frische Luft schnappen. Okay. Wahrscheinlich ist er draußen vor der Tür. Die Stimmung von der Patientin hat wirklich zu Irritationen geführt. Denn nun wollte die Patientin Fabian sehen, den sie vorher beschuldigt hatte, für den Unfall verantwortlich zu sein. Was ist denn jetzt auf einmal los? Du hast mich doch beschuldigt, dass ich dich geschubbt haben soll. Frau Brink. Ich verstehe das alles nicht. Jetzt beruhigen wir uns einmal. Bitte Beine, ja? Frau Brink, ich würde gerne einmal die Ergebnisse mit Ihnen besprechen. Ist das denn okay, wenn die beiden jetzt dabei sind? Natürlich. Ja. Das ist
Das ist rausgeholt worden, ne? Frau Brink, das ist in der Endoskopie rausgeholt worden. Und das ist ein Tablettenblister von Psychopharmaka. Tabletten, die man sonst, ne, zum Beispiel bei Angststörungen oder Ähnlichem einnimmt, Depressionen, ne? Die kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie die hingekommen sind. Nee. Nein. Also, ich habe da ja eine Vermutung, ne? Könnte es sein, dass sie doch vorerkrankt sind und dass sie etwas in Richtung einer Persönlichkeitsstörung haben? Wie kommen Sie da drauf? Naja, die Tabletten und die kleinen Verletzungen. Lass mich auf die Tabletten nur! Wenn er die beruhigt. Lass mich alle nur! Okay. Jemand zu Clara? Wo ist die jetzt? Ist die drin? Frau Brink, Frau Brink. Frau Brink, ganz ruhig. Wir wollen nur einmal reinkommen, ja? Nein. Frau Brink. Fabian soll weg. Was haben Sie gesagt? Der zieht doch sowieso weg. Bitte, machen Sie einmal jetzt die Tür auf. Sie hat mir mal erzählt, dass sie einen Bruder hat. Aber okay, dann ist Ihr Job jetzt, den Bruder anrufen, okay? Aber gehen Sie bitte hier von der Tür weg. Keine Angst, der ist weg. In dem Raum liegen natürlich auch Spritzen oder Gegenstände, mit denen sie sich theoretisch selber verletzen kann. Deshalb war es mir sehr wichtig, dass wir natürlich einfühlsam sind und versuchen, Sie zu bitten, die Tür auch wieder aufzumachen. Jetzt machen Sie uns bitte die Tür auf. Ja. Okay, super. Ich bin ja ganz vorsichtig. Alles ist gut, ja? Okay. Das soll einfach nur weg sein. Komm mal her, es wird alles gut, okay? Okay. Setzen Sie sich mal. Die hat sich die Lego raus. Lego raus. Ja, die Lego ist raus. Okay, einmal da hinsetzen, bitte. Jetzt komm. Einmal hier sitzen. Jetzt beruhigt sich das, glaube ich. Aber ist weg, oder? Fabian ist jetzt weg, okay? Sie können ganz tief ein- und ausatmen. Mein Vorschlag ist, ich würde Sie jetzt gerne aufnehmen. Sie bekommen von mir ein bisschen Beruhigungsmittel. Ihre Freundin ist die ganze Zeit bei Ihnen. Ich bin bei dir. Und dann sprechen wir noch mal in Ruhe. Die labile junge Frau stimmt zu und wird auf die Abteilung für innere Medizin gebracht. Am nächsten Morgen ist neben Kumpel Fabian auch der Bruder der 28-Jährigen aus dem 200 Kilometer entfernten Bielefeld angereist. Bevor die Ärztin ihn dazu holt, sucht sie erneut das Gespräch mit Patientin Melanie. Frau Brink, wir haben ja gestern diesen Tablettenblister gefunden. Ja. Wir haben ja den Eindruck, dass Sie diese Psychopharmaka in irgendeiner Form kannten. Ne? Sind Sie da doch vorbelastet in der Hinsicht? Fabian, ich hab's dir das überhaupt nicht früher gesagt und du konntest auch nicht wissen, aber... Ich habe auch nie was gemerkt, auch auf Arbeit nicht. Also, ich kann mir das gar nicht erklären, auch gestern. Ich muss was sagen, ich bin krank, Wieso hast du nie was gesagt? Ich hab Borderline, Fabian. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung. Da haben die Patienten eben oft sehr impulsives Verhalten. Das haben sie schon mitbekommen. Ne? Die können alles nur so schwarz oder weiß sehen, sich teilweise an Situationen dann auch gar nicht mehr erinnern und verletzen sich auch teilweise selber. Ne? Nicht alle, aber bei ihrer Freundin ist uns das gestern auch schon aufgefallen. Ne? Die haben so ein Muster, dass sie sich selber verletzen. Wie kann mir das denn nicht auffallen? Ja. Ich war vorher in Therapie und ich habe auch Medikamente dafür bekommen. Und als du dann vor 8 Wochen gesagt hast, dass du weggehst, das hat mich so runtergerissen. Ich hab aufgehört mit der Behandlung und dann habe ich die Tabletten genommen und das komplett runtergeschluckt, weißt du? So eine Art Übersprungsreaktion. Und am Morgen, ich weiß es nicht, dann sah ich dich die Kisten raustragen und ich wollte dich einfach dann den Umzug weiter hinauszögern und habe mich dann in den Glastisch hineingeworfen. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Frau Brink, wann ist das denn zum ersten Mal aufgetreten? Damals, als sich meine Eltern getrennt hatten, hatte ich nur noch meinen Bruder Tobi gehabt. Das war so meine Bezugsperson. Der war für mich wie ein Vater und wie ein guter Freund. Und dann hat er mir gesagt, er will studieren und geht nach Bielefeld. Und das, ich weiß nicht, auf einmal waren alle weg. Und ich war da ganz allein, ich hatte niemanden. Und dann fiel ich so ein ganz tiefes Loch. Ich habe angefangen, mich zu ritzen. Und ein Lehrer hat das gesehen und hat gesagt, ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Und dann habe ich damals die Therapie angefangen. Ja. Waren Sie da auch mal stationär? Ja. Weil ich würde Sie
gerne bitten, da sich wieder vorzustellen. Wenn Patienten mit psychischen Vorerkrankungen bei uns sind, dann ist es uns ganz wichtig, die auch in die entsprechende Fachabteilung wieder zu überweisen. Am besten da, wo die Patienten auch schon bekannt sind. Dann ist das für die deutlich einfacher, als wenn sie in einer neuen Umgebung eingestellt werden. Frau Brink, Sie haben eben von Ihrem Bruder gesprochen, ja? Ja. Der steht sogar jetzt vor der Tür. Ich habe den Eindruck, dass er sich wieder gerne um Sie kümmern möchte. Tobias ist da? Ja. Echt? Darf er reinkommen? Ja. Ja? Okay. Oh, guck mal. Ich habe ihn gestern extra angerufen. Weil ich wusste ja auch nicht, was los ist. Du hast mich weggestoßen, mich beschuldigt. Aber jetzt verstehe ich die ganze Situation, ja. Wie geht's dir? Hm? Alles gut? Was machst du denn für Sachen? Wir kommen auf jeden Fall nachher noch mal rein. Tschüss, erstmal alles Gute, ne? Nach ihrem Aufenthalt in der Klinik hat sich Melanie von ihrem Bruder in die Psychiatrie bringen lassen. Dort hat sie ihre ambulante Therapie wieder aufgenommen und nimmt regelmäßig Medikamente. Ihre Freunde unterstützen sie und kommen regelmäßig zu Besuch.